Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception, Tyler. Willst du uns nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? Ja, wir sehen nochmal diese Cutscene, die hätte ich irgendwie überspringen können. Ich rede mit dir! Man hat dann quasi eine kurzgefasste Cutscene. Auch nicht schlecht. Eins muss ich sagen, dieser Mehr-Personen-Kampf funktioniert sehr gut in dem Spiel. Und ja, ich bin immer noch erkältet. Also die Störung verzeiht einiges. Und bleib unten. Bitte. Schauen wir doch mal. Das sieht grafisch. Ich muss mir das abgewöhnen, das immer zu sagen, wenn es sehr schön aussieht. Sieht sehr gut aus. Es ist zwar ein bisschen... Teilweise ein leichter Grafikblender, sieht aber trotzdem gut aus. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Rum. Abgedroschen. Das Pacing funktioniert schon mal besser wie bei manch anderen Spielen, die aktueller sind. Ist das ein Zippo oder was? Siebfertig Streichholzbehälter. Okay. Gut genug. Ich will, dass du da hochkletterst. Ich will, dass du dich hochziehst. Ich habe das Seil nicht gesehen.
Er steht mit dem einen Bein im Abgrund. Ja gut, das ist etwas, das wirklich... Ich kenne bis jetzt kein Spiel, was das nicht ab und zu mal hat. Dass eine Figur über den Rand hinaus steht. Ist halt so. Okay, das sieht nicht gut aus. Lea. Lea, natürlich. Es ist ein Arm. Mir fallen gerade dumme Sachen ein, aber ich sag nichts. Na gut, beziehungsweise es ist eine Hand. Mit einem Stück von dem Arm. Oh, Mist! Zum Teufel bin ich. Der gute alte bekannte Schiffsfriedhof. Von manchen Leuten auch gefürchtet. Ach, schlechter Witz. Ja. Okay, das hätte er nie im Leben geschafft. Okay, es geht voran. Das eine Sache, die ich ein bisschen zu bemängeln habe. Okay, zwei Sachen. Eine ist das Kantenflimmern, was teilweise echt extrem auffällt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es kam mir bei den Vorgängern nicht so stark vor. Wow, das Wasser sieht besser aus wie bei Tomb Raider. Was nicht schwer ist. Also ich meine, die Anfangssequenz vom Tomb Raider Reboot war echt... war das hässlichste Wasser, was ich hier auf dem PC, in dem PC-Spiel gesehen habe. War nicht das, was ich wollte, aber gut genug. Allerdings ist eine Waffe dabei. Nein, natürlich nicht. Sein Film rund ums. Also was ist sie wirklich, ja. Die Interaktion mit, vom Wasser mit Gegenständen, obwohl das auch sehr schön aussieht von dem Filter her, sondern wie das Wasser einfach aussieht, ja. Das Blöde ist, ich habe keine Waffe. Muss ich nur an ihnen vorbeikommen.
ob ich den runterziehen kann, ohne dass es einer merkt. Den Headshotten oder es versuchen. Das ist so dumm. Was? Was? Wasser dich die Granaten. Auf mich, also. Ach komm.
Geschenk! Er ist tot. Nee, jetzt muss ich das nochmal machen. Warum? Wo bin ich? Warte! Ach, da ist er. Er ist tot. Der kam von hinten. Die Sau kam von hinten. Ja, schlechtes Wortspiel. Was war jetzt das? Was soll ich denn da bitte machen? Oh, wo kam der her? Oh fuck, das hat nicht so funktioniert wie es sollte. So. Was? Ah, interessant. Thank you.
Na, ich will wieder grün werden. It's not easy being green. Was soll ich denn? Was? Der hat mich da durch? Ja. Willst du mich verarschen, oder? Das ist langsam alle. Genau das, was ich brauche. Okay, das war der dumme Dinge. Thank you.
zur Hölle hat die das gemacht? Sully. So, war doch gar nicht so schlimm. Ich hoffe, jetzt sterbe ich nicht, weil ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Ah. Hier hochklettern können. Ah, dann muss ich wahrscheinlich hier rüber.
vertraue dem Ganzen nicht. Hier ist bloß eine, okay. Sieht aus, achso, das ist eine Granate. Okay, fast geschafft. Alter, was hält der aus? Man kann auch zoomen, okay. Hübsch, aber irgendwie... nein. Gefährlich aus. Wenigstens haben sie nicht dieses Halt die gedrückt, um dich hochzuziehen. Ja.
Versuch von Propaganda. Es ist aus! Hat er sich in Luft aufgelöst? Da war doch gerade auch einer. Wo ist der hin? Alles eine Frage des Könnens. Moment, das könnte gehen. Achso. Wenn es so, so wie es gerade aussah, habe ich gedacht, muss, das gibt immer wieder schnell drücken. Schön, sollte klappen. Höhe hätte ihn nicht getötet. Ich wette mal darauf. Ups. Dass ihn das so getötet hat, was war jetzt das gerade? Das hätte ich dann noch etwas nachvollziehbar gefunden. Interessanter Rücksitzpunkt. Kann er sich beschleunigen? So war das gedacht. Ich hol mir mal diesen Schatz da. Willst du mich jetzt ärgern?
Nein, ich... Lass bleiben. Nein, also es war gerade wirklich, wo ich mir dachte, eigentlich hätte das machen müssen, weil es ist eigentlich gar nicht so schwer. Springen. Okay, man muss, das ist dann extra so gedacht, dass man sich da rumhangeln muss, oder? Nein. War es doch total wert. Jetzt macht er das. Er springt in der Luft ab. Das ist interessant. Ich wollte eigentlich rüberspringen, ist hochgesprungen. Zurück auf festem Boden oder festem Schiff. Man kann sagen, was man will, aber das ist toll in Szene gesetzt. Für eine nervöse Zuckungen. Man kann sich hier frei umsehen. Danach brauche ich eine Tetanusspritze. Ich glaube, die hat er schon davor gebraucht. Ich glaube, ohne ist vielleicht nicht schlechte Idee. Aber seine Kanone folgt ihm. Ich hab gedacht, ich muss rüberspringen. Er ist da unten! Im Auge behalten! Los, ja!
Genau. Achso, nee, ich wollte eigentlich mal hoch. Ausgesetzt, der ist in die richtige Richtung abstoßen. Erst ausrichten. Ich finde es relativ lustig, dass er da die ganze Zeit rumhängen kann. Er lebt nicht mehr. Doch. Wenigstens mit Munition versorgt. Doch hier, genau. Hier. Müsste hier noch einer sein. Oder ist so. Wo ist jetzt der Funkraum? Ich wollte gerade sagen, oder ist der runtergesprungen? Ich glaube, ich muss hier weiter und er hat es zu früh gesagt. Er hat's ja nicht weit. Ich weiß nicht, was er gerufen hat, das hört sich gerade wie Gone. Okay, schlecht. Das ist schlecht anspielen, ich weiß. Aber lustig. Okay, gleich geschafft. Ist die Kamera?
Oh, das ist seltsam. Ramses-Schiff. Oh, sieht schon echt gut aus. Zum Thema Last Gen. Okay, endlich jetzt. Oh, das muss ein Witz sein. Was für ein Chaos. Mist. Okay, Plan B. Moment. Wo willst du hin? Dort halten sie Sully bestimmt fest. Ich muss auf das Schiff. Warum ist die Stimme so leise? Okay, weil jetzt tue ich so, als wäre ich zu blöd, da runter zu laufen. Warte mal, ich schaue mich hier nochmal um. Hier ist sicher irgendwas versteckt. Wee. Er macht's automatisch. Ach, Mist! Ich sehe multiple Knochenbrüche. Naja, wie es aber an dieser Stelle weitergeht, das seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Und sterbe ich da jetzt? Nö. Hab ich mir fast gedacht. Also bis dann.